Okay, und da sind wir wieder. Und ich habe jetzt eine alte Bekannte hier. Das ist die Nicole. Die Nicole kommt übrigens aus Hannover. Nicole, sag mal ganz kurz, was du machst. Sag mal, wer du bist und was du machst und wo man dich finden kann. Ja, hallo, Nicole aus Hannover, hat der Sascha schon gesagt. Ich blogge über Autos, interessiere mich auch für technische Dinge im Auto, also Assistenzsysteme und natürlich auch die Connectivity im Auto, alles, was jetzt möglich ist. Und bin ansonsten Freiberuflerin und ja, berate meine Kunden. Ganz genau. Du hast hier auch auf der Webseite, glaube ich, ein paar Panels geleitet. Ja? Ja, ich war bei Rob Vegas, bei unserem Showmaster 2.0, war ich eingeladen, mal Talkgast zu sein. Habe auch ein bisschen was über meinen Autoblog erzählt und über die Industrie und Blogger. Und ja, habe gestern ein Panel gegeben, Internet der Dinge. Sehr, sehr spannend. Auch genau ja unser Thema hier. Und werde heute nochmal was über Geschäftsmodelle, die ja kollaborativ sind, also wo man dann eben mit den Menschen dann zusammenarbeitet, um dann Geschäftsmodelle zu entwickeln und dass das dann eben läuft. Das große Thema der diesjährigen CeBIT Share Economy wird dann wahrscheinlich auch ordentlich mit hineinspielen. Ja, auf jeden Fall ist also großes Titelbild darüber, Share Economy. Lass uns mal vielleicht ein bisschen über Connected Cars oder Autos generell reden. Du hast einen Blog, das nennt sich Autodiva, ist auf .com oder .de? Ich verwechsel es immer wieder. Also auto-diva.de, Okay. ohne Minus ist jemand anders, das bin ich nicht. Da hat sich mal einer was gegrabt, aber mit .net kommst du bei beiden hin. Also, du schreibst da, du bist ordentlich unterwegs zu den neuen Autolaunches und beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans habe ich dich, glaube ich, gesehen. Und Connected Cars, großes Thema. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, die Hersteller haben es so ein bisschen verpennt, ne? Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Einmal ist es so, dass meistens auch nur erstmal eine iPhone-Integration stattfindet. Ja, da sind die Androids, jetzt zum Beispiel bei Mercedes-Benz, einfach noch benachteiligt. Kommt aber später, sagen sie. Das ist das eine. Dann ist natürlich so, wo will man die Standards ansetzen, wo will man sie schaffen? Du hast ja auch einen bestimmten Anspruch. Dann gibt es natürlich auch Sicherheitsaspekte. Das heißt, beim iPhone sind die Apps ja sicherlich geprüfter, sage ich mal, als beim Android, wo du wirklich, ja, da kann einfach jeder eine App programmieren und kann die sich runterladen. Und ich denke, da haben die Autohersteller ein bisschen Angst vor. Ist das denn nicht das ein Problem, dass die Autohersteller es nicht auf die Reihe bekommen, ihre eigenen App-Stores mal hinzubacken, wo die dann einfach auch eine Qualitätssicherung entsprechend haben? Ich glaube, Ford hat das gerade gemacht, beziehungsweise haben mit AppLink. Deswegen, ich wiederhole es gerne, Ford hat von uns den Mobile World Congress Award für Most Innovative Company bekommen. Das haben wir getan wegen dem AppLink, weil es auch noch Open Source ist und es eigentlich so diese Mobile Computing Welt mit der Automotive Welt verbindet, was ich ganz spannend finde. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die deutschen Hersteller dahinterherhinken. Also Ford nochmal kann ich sagen, da habe ich 2010 schon Interviews geführt auf irgendwelchen Messen und da wurde irgendwie Sync, Genau, da ging Ford, das los. Touch, da ging das los und ich habe auch das Gefühl gehabt, es entwickelt sich nicht so richtig was. Auch die Sprachsteuerung. Also ich denke mal, da ist unheimlich viel zu tun, dass diese Sprachsteuerung endlich mal funktioniert. Und zwar intuitiv. Nicht, dass ich dann ein Wörterbuch auswendig lernen muss, sondern dass man einfach, ja, so wie man redet. Es muss ja nicht gerade Schwäbisch sein, dass es das verstehen muss. Aber wenn ich Hochdeutsch spreche, ganz normal Schriftdeutsch, dann sollte das Auto mich eigentlich schon verstehen können. Das wäre toll. Das sehe ich ähnlich. Was du gerade schon angesprochen hast, gerade so im Luxusbereich, was, oder im Oberklassebereich, BMW, Audi, Mercedes, dann werden dann ganz gerne die Stecker für iPhone verbaut. Das Lustige war, die Leute, die sich letztes Jahr dann einen gekauft haben, ja, und jetzt ein iPhone 5 haben, da hat Apple mal gerade eben den Stecker gewechselt, wo ich mich dann frage, warum haben die denn noch nichts von kabellosen Übertragungsmöglichkeiten gehört? Ja, absolut. Also zumindest auch das Aufladen, alles induktiv, das wäre optimal. Also ich weiß nicht genau, du kennst dich jetzt besser aus bei den Devices, bei Android, ob sowas möglich ist und dass man da einfach mal zusammenarbeitet. Ich meine, mit Apple ist es immer ein bisschen schwieriger, glaube ich, dass die sich in die Karten gucken lassen und dass die schon mal sagen, was sie so entwickeln. Aber auch das sollte gehen. Das sehe ich ganz genauso. Wir haben im letzten Jahr hatten wir auf dem Vodafone-Stand ein Video gemacht mit einem 7er BMW, ein Auto, was irgendwie so 90 oder 100.000 Euro kostete, wurde als absolutes High-End-Produkt da vorgestellt, insbesondere in Bezug auf Konnektivität.
Und dann haben wir ein Video gedreht und haben uns dann nachher entschlossen, das nicht zu veröffentlichen, weil mir ganz klar war, was unsere Zuseher und Leser damit machen würden. Die hätten dann, glaube ich, BMW ziemlich in der Luft zerrissen, weil man nicht überlege, dass BMW alleine, ich glaube, die haben so um die 80 App-Entwickler in der Firma drin. Ich dachte mir, als ich das gesehen habe, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ne? Jetzt bitte nicht böse sein, das ist eigentlich jetzt nur ein motivierendes Statement für BMW an sich. Wie siehst du das generell? Connected Cars ist, glaube ich, das nächste große Ding. Ne? Die Nicole hat mal zu mir gesagt, die andere Nicole von MobileGeeks.com hat mal gesagt, the car is just the other mobile device. Ja, ich denke, das sollte es eigentlich sein. Also man hat es ja bei Elektroautos schon so, dass man bei den meisten zumindest, dass man da über seine Apps dann auch schon mal steuern kann, will ich es anfangen zu laden. Natürlich vorausgesetzt, der Stecker ist schon in der Steckdose. Oder dass ich überprüfen kann, wie viel hat es schon geladen. Ja, ich muss nicht immer hinrennen zum Auto. Das macht wirklich schon Sinn. Da kennen wir es schon, wobei Elektroautos nicht großartig verbreitet sind. Aber auch so, ich möchte doch auch einfach mal sehen, ich habe mir auch mal Apps runtergeladen. Ja, so, was verbrauche ich eigentlich an Strecken? Ich will auch nicht so ein Tankbuch haben, ja, wo ich irgendwas eintrage, sondern ich möchte vielleicht einen Scanner haben, dass ich meinen Beleg scanne, dass ich dann irgendwo sagen kann, dass die Daten kommen da schon mal rein. Dann habe ich vielleicht noch irgendwo GPS gesteuert. Das muss ja auch nicht auf den Meter genau sein. Ja? Aber dann habe ich irgendwo so ein Programm, der schon mal trackt, was ich für Strecken fahre. Und der Vorteil, der dahinter steckt eigentlich auch, ist zu sehen, was fährt man wirklich für Strecken. Denn gerade bei der Elektromobilität ist es so, dass die meisten Leute sagen, ja Mensch, also ich brauche 400 Kilometer Reichweite, ja, am Tag. Ja, und das ist meistens gar nicht so. Und das wäre zum Beispiel auch eine Kaufentscheidung, eine gute, dass man sagen kann, ich kann vielleicht auch einen kleinen Smart oder ich kann ein anderes Elektroauto, gibt genug, Nissan Leaf, Fluence ZE oder sonstige Autos, ja, Tesla, auch ein schönes Auto, ja, bisschen teurer. Aber ich kann dann wirklich sehen, reicht mir das Auto auch aus, ja. Und das, sowas fände ich optimal, dass man einfach noch mehr dieses, ja, schon auch das Internet of Things, dass ich es gar nicht merke, dass ich es benutze, aber dass es mir einen großen Mehrwert bietet. Das wäre toll. Das sehe ich ähnlich. Mit Tesla hast du, ich glaube, als der spannendsten Autos auf dem Markt angesprochen. Ich verfolge die Tesla-Story, glaube ich, seit 2007 jetzt. Hatte dann 2009 mal das Glück, mit dem Roadster zu fahren, weil ein Bekannter von Nvidia, der in San Francisco wohnt, der hatte einen. Und das hat so dermaßen viel Spaß gemacht. Ne? Ein Elektromotor, ich habe mal selber welche gebaut für ferngesteuerte Autos, bin damit Rennen gefahren früher. Elektromotor hat ein wahnsinniges Drehmoment. Es gibt nur einen Gang, weiß ich nicht, von 0 auf 22.000 Umdrehungen, relativ schnell, je nachdem, was für Motor man da nutzt. Aber das ist schon ein ganz abgefahrener Effekt. 3,9 Sekunden hat der Roadster geschafft. Das ist schon, Entschuldigung, sehr geil. Ja, war damals noch richtig schwer. Ne? Batterietechnologie bei den ersten Roadster war noch nicht ganz so vorne gewesen. Auch da haben sie ordentlich gearbeitet. Und ich glaube, Mercedes ist auch ein großer Teilhaber bei Tesla. Ich meine, ich glaube, die haben so 30% oder so von der Firma übernommen. Ja, frage mich nicht immer nach Wirtschaftsdaten. Da bin ich immer, ich beschäftige mich immer nur mit den vier Rädern. Aber natürlich, irgendwo, das ist ja auch so im Zeichen der Elektromobilität, wer alleine steht und arbeitet, der wird nicht weiter vorankommen. Denn gerade bei den batterieelektrischen Dingen, Kooperationen sind einfach total nötig, denke ich mal. Denn wenn jeder sein eigenes... Ganz interessante Zahl. Ich glaube, die Olympiade in München war 1972. Als sie eröffnet wurde, fuhr BMW damals mit einem Elektroauto rein. Die ersten Autos, auch Anfang des 20. Jahrhunderts, waren zum großen Teil Elektroautos, dann sind sie irgendwann mal so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ist so ein Huhn-Ei-Problem. Ne? Wir haben ein großes, ausgebautes Tankstellennetzwerk, aber irgendwie kannst du diese Auftankstationen oder diese Supercharger-Station, wo ich dann halt nicht zwei Wochen das Auto aufladen muss, wo dann richtig Strom durch die Leitung geht, die kannst du noch mit der Lupe suchen. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Ja, ich denke mal, dass die Elektromobilität, also das E-Auto an sich, ist erstmal primär den Leuten vorbehalten, die ein eigenes Haus, sprich auch Garage, Carport, irgendwas haben, ja, die einfach das installieren können, die dann über Nacht dann auch Schnellladungen vollziehen können, die vielleicht auch dann, wenn sie den Job so haben mit der Reichweite, dass es hinhaut, dass sie dann bei ihrem Job wieder laden können. Das wäre natürlich auch toll. Bei einem Elektroauto ist es noch ein bisschen anders oder es ist doch fast so ein bisschen wie beim Handy, dass man immer sagt, oh, guck mal, jetzt irgendwie, ich habe noch 30%, ich lade wieder auf.
Ja, ich lasse es nicht runterlaufen auf null, weil dann dauert es schon wieder viel, viel länger. Hat ja mit der Akkuleistung dann eben auch zu tun. Ja, ich kann von 20% schneller aufladen als von null. Und das bleibt eigentlich den Leuten dann vorbehalten, denn ich wohne im vierten Stock, ich kann jetzt irgendwie nicht so eine Stromleitung runterwerfen, ja, und kann irgendwie mein Auto aufladen. Bei mir in der Nähe ist keine Ladesäule, ich würde ja vielleicht auch mal 200 Meter gehen, ja, ist doch kein Thema. Und das eine ist das Batterieelektrische, das andere wäre immer noch Wasserstoff, weil Wasserstoff ist ja eigentlich so das Ähnlichste, ja, wie man irgendwo ganz normal Benzin oder Diesel tanken kann. Es dauert einfach nur mal 2, 3, 4 Minuten länger. Nur da eine Infrastruktur hinzubekommen, ich verfolge das seit 2010, habe da auch meine Informationsquellen, bin ja selber E-Auto-Rallyes mit einem Wasserstoffauto gefahren, aber das kommt nicht voran. Frag mich nicht, warum. Tesla hat das in den USA so gemacht, dass sie mehr oder weniger ihr eigenes Netzwerk aufbauen. Das sind diese sogenannten Supercharger Stations. Wenn du einen Tesla-Wagen hast, kannst du da überall kostenlos auftanken. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte, obwohl es natürlich auch immer noch sehr spärlich und dann zum größten Teil nur an den Küsten ist und in den Ballungszentren. Wäre das nicht vielleicht eine Idee für Deutschland, dass der Staat sich hinstellt und sagt, pass mal auf, liebe Leute, wir subventionieren mal einfach diesen Aufbau so einer Infrastruktur? Schwierig, wer soll es zahlen? Ne? Also einmal sagt man, die Hersteller... Ja, du zahlst hier Steuern, ich nicht. Ja, genau, wäre toll. Ne? Ja, der Hersteller sagt eben, ja, wir können es auch nicht. Es gibt ja genügend Energieversorger. Also denke ich mal, dass die Energieversorger eigentlich an der Reihe sind. Das sind Geschäftsmodelle. Da muss man gucken, wie, das sind wir wieder mit unserem NFC-Thema, wie kann man das auch noch mal mit dem ganzen mobilen Bezahlen dann auch machen? Also, dass ich mich da nicht immer unbedingt registrieren muss, weil... Ich hatte neulich einen Artikel mit dem Ampera, ich weiß nicht, ob du ihn zufällig gelesen hast, da habe ich verzweifelt eine Stromladesäule gesucht. Ja? Das ist jetzt nun auch noch ein Plug-in-Hybrid, das heißt, ich muss nicht unbedingt Strom laden, aber ich wollte natürlich rein elektrisch fahren, das wäre natürlich schon mal toll gewesen. Und verzweifelt eine elektrische Steckdose gesucht und bei der Handwerkskammer gefunden. Ja? Und das sind so Szenarien, wo ich sage, das darf eigentlich nicht sein. Ja, sehe ich ähnlich. Nicole, lass uns mal abschließend noch über die CeBIT reden. Ist das der erste Tag für dich? Nein, sorry, du warst gestern schon hier. Und vielleicht auch schon vorgestern. Nein, fünfte. Ich war Robstalk, Webseite gestern und heute auch wieder. Also, und kommst morgen auch wieder und am Samstag auch? Nee, du, am Samstag, glaube ich. Also, da müsstet ihr mir ganz tolle Argumente und Gründe geben. Genereller Eindruck dieses Jahr CeBIT, erzähl mal. Ich bin noch nicht viel über die Stände gelaufen, aber ich habe mich natürlich auch informiert. Was mir aufgefallen ist, sind die Smart-Geschichten. Also was ich einerseits eine tolle Idee finde, aber noch nicht ausgereift, ist die Smartwatch. Da haben wir Smartwatch, wissen es unsere Zuschauer? Also die Uhr, die eben ein bisschen mehr Funktionen hat, wo man eben nicht nur mit telefonieren kann. Und da hatten wir gestern auf dem Panel eigentlich von dem Reinhard Karger eine schöne Idee gehört, dass man diese Uhr im Prinzip auch mit der NFC-Technologie ausrüsten könnte, denn es ist ja blöd, wenn ich immer mein Handy raushole und muss es irgendwo, also erstmal entsperren und die App oder sonst irgendwas aufrufen und gegenhalten oder ich muss ja schon irgendwo sehen, gut 4 Zentimeter sind, glaube ich, ist der Abstand, ne? Aber ich muss ja schon irgendwo sehen, dass ich vielleicht eine Autorisierung gebe, so würde ich es zumindest machen, ich würde es nicht immer freigeschaltet haben. Ja, und dass man einfach sagt, okay, ich habe vielleicht einen Entsperrknopf und kann dann sagen, möchte das eben gerne freigeschaltet haben oder ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Mensch, dein Hemd, ne, also finde ich toll, ja, und möchte ich auch bestellen. Also das waren so ganz witzige Geschichten, die ich zwar nur auf meinem Website-Panel dann mitbekommen habe, aber ich habe Smartwatch nochmal mir angeschaut und da ist aber noch großes Potenzial. Also hübsch sieht sie nicht aus, ich würde sie mir nicht so gerne ummachen. Das sind Monster. Ja. Ja, sehe ich genauso. Ich frage mich immer, warum versuchen die unbedingt ein Smartphone in die Uhr reinzubauen, anstatt einfach nur das Display zu nehmen, eine entsprechende Bluetooth-Verbindung herzubauen und die wichtigsten Informationen ganz einfach vom Smartphone darauf abzubilden. Weil die meisten Leute, die sich eine Smartwatch kaufen werden, die werden auch ein Smartphone haben. Und von daher wird das eigentlich ordentlich Sinn machen. Nicole, bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank. Wer mehr von Nicole wissen möchte, auto-diva.de oder auto-diva.net. Und da kann man dann sehen, was du so lustig bloggst. Ja, und auf Facebook und Twitter und Google Plus. Ich freue mich. Ganz genau. Vielen, vielen Dank. Und wir schauen uns jetzt ein Video an. Und zwar haben wir von Hasi, von denen haben wir ein Ultrabook.
dass so um die 300 US-Dollar